So, und damit dann wieder hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft. Ja, was soll ich sagen? Wir haben Eisen gefunden. Da hinten ist eine Höhle und Gold. Also ich würde, wenn dann, glaube ich, gerne mal in diese Richtung hier hinten weiter, weil das sah relativ interessant aus. Auch wenn das mit dem Zombie etwas störend ist. Scheiße. Verdammte Axt. Nein. Schon wieder. Oh, die machen aber auch viel Schaden, ey. Wahnsinn. Ich hoffe, ich bin sicher. Anscheinend hat sich's hier nicht hergetraut. Hey, Kies, cool. Brauche ich ja eh. Ja, aber eigentlich wollte ich den nicht so holen. Hä? Übel. Muss das immer so laufen? Ja, ich glaube, ne? Na, das gehört irgendwie dazu. Heiliger Strohsack, ey. Schnell mal was essen, dass wir uns wieder gesund werden hier nicht, dass wir gleich krepieren. Ja, das ist dann halt das Problem mit dem Bogenschützen, ne? Diese Skelette sind echt miese Typen. Irgendwo hier hinten ist der garantiert. Ich wette drauf. Ich sehe jetzt nichts, also von daher schon mal ganz okay. Hat natürlich nichts zu sagen, ne? Das kennen wir ja. Aber man weiß ja nie. Ah, das Eisen, super cool. Ich höre Lava. Aber mich interessiert natürlich jetzt eher das Eisen. Ah, super. Endlich mal ein bisschen mehr. Also gut, das ist jetzt auch nicht viel gewesen. Insgesamt haben wir jetzt nur... Wie viel haben wir denn? 7. Naja gut, das wären 2 Spitzhacken, ne? Ja. Und eine Schaufel. Genau. Hey, immerhin was, ne? Ja. Wir können ja mal hier so ein bisschen weiter gucken. Ich hole mir erst das Gold. Super. Da sehe ich schon einen Zombie kommen. So, bauen wir eine Mauer. Genau, dann sind wir hier sicher. Ich mache das mal ebenerdig. Super, dann können wir hier auch rüber gucken. So. Dann sehen wir ja, was hier so abgeht. Nur aktuell nicht so viel, ne? Aber reicht schon. So. Hier fehlt noch eine Fackel, genau. Sah irgendwie zu düster aus. Das heißt, wenn wir uns nach hier buddeln, kommen wir da hinten ja auch wieder raus, okay? Naja, gehen wir erstmal nach oben. Was wollte ich eigentlich holen? Ach ja, Eisen. Genau, wegen Eisen. Glaube ich, oder? Weswegen? Nee, Lava eigentlich. Ja, wir haben einen Lava-Eimer geholt. Also von daher Mission erfüllt und auch noch Eisen und Gold besorgt. Also, ja, was willst du mehr, ne? Gut, Diamanten wäre vielleicht ganz geil gewesen. Und Redstone, das war... Mal ein paar Schaltungen machen können für irgendwas. Weil wir brauchen eh wieder viele, viele Sachen.
Naja, Lapislazuli und alles mögliche. Aber das kommt ja noch, das kommt ja noch. So, ist gerade schweineduster draußen. Wir haben die Tür offen gelassen. Das darf man ja eigentlich nicht machen, ne? Also sollte man tagsüber auch nicht machen, aber erst recht nicht nachts. Ja. Da haben wir gar nicht drauf geachtet. Schrecklich. So. So, gleich mal hier hinkippen. Ja. Das ist dann das Problem an Lava. Sie fließt nicht gerne und erst recht nicht weit. Ich glaube, wir steigen doch auf Wasser um. Naja, oder wir holen halt ganz viel Lava, ne? Wenn wir so einen Lavasee entdecken, wäre das ja kein Problem. Tja, das ist ja, ne? Kennen wir ja nicht anders. Ich gehe mal nach unten und dann müssen wir uns wieder Lava holen. Ja, aber so einen richtigen Lavasee haben wir noch nicht entdeckt. Wobei, eben in dieser Sackgasse, die wir halt dicht gemacht haben, da hat man es auch blubbern hören. Kann sein, dass da drunter, wenn wir uns ein bisschen tiefer buddeln, ich glaube, wir sind ja gar nicht mehr so weit weg vom Bedrock, dass wir da Lava entdecken. So gut, wir könnten halt, ja gut, nee, da brauchen wir ja mal einen Spitzhacke, damit wir dann halt Netherportal machen können, weil da haben wir natürlich dann Lava bis zum Umfallen, ne? Wir buddeln uns hier einfach mal nach unten. Mal kurz gucken, wie tief sind wir? 23, okay. Ah, wir hören's, ne? Irgendwo ist da ganz viel Lava. Also womöglich. Muss man vorsichtig sein, ne, mit solchen Äußerungen. Aber ich höre es. Na komm schon. Irgendwo muss es doch sein. Jetzt müsste man langsam mal da sein. Ist da nichts da? 10, okay. Immer noch nicht. Ah, Mist, jetzt ist es kaputt. Okay, dann müssen wir erstmal was einschmelzen. Damit wir hier entsprechend wieder. Ich glaube, ich brauche hier eine Treppe hin, wenn ich hier wirklich die ganze Zeit rauf runter latsche. Das finde ich irgendwie angenehmer. Schmelzen wir das schnell ein. Hätte ich eigentlich gleich machen sollen, ne? Ja. Auch nicht dran gedacht. Wie immer. Nicht nur einmal, sondern gleich dann komplett runtergesemmelt, ey. Ja, deshalb sollte man auf Treppen immer aufpassen, nicht rennen, ne? Ja. Einmal nicht aufgepasst. Schon fast das Genick gebrochen. Schrecklich, ey. Genau, immer irgendwelche nervigen Geräusche machen. Das ist so wie im Fahrstuhl. Dann, wenn keine Fahrstuhlmusik läuft, dann selber Fahrstuhlmusik machen. Ne? Auch wenn andere dabei sind. Richtig, genau. Wir wollen andere an unserem Glück teilhaben lassen. Nur so macht Spaß. So. Ich guck mal, ob ich noch irgendwo Eisen hab. Nee. Aber wir haben noch ein Eimerchen dabei. Das ist super. Doch, hier habe ich noch ein Eisenstück. Siehst du? Glas können wir auch hier lassen. Holz lasse ich auch mal alles hier. Treppen basteln wir uns gleich noch welche. Genau. Wobei, nee, wir haben ja noch genug. Dann lassen wir das hier zu Hause. Das auch. Das hier. Alles zu Hause lassen. So. Ja, nee, halt. Ich brauche noch.
Fackeln und so. Mhm. So, ich weiß, es geht auch anders, aber ich mag das gerade hier machen. So. Das sind auf jeden Fall viele Fackeln. Na, da kommen wir noch weiter mit aus. Und wir brauchen irgendwas zu futtern. So. Ach, jetzt habe ich alle Stücke verbraucht. Total bescheuert. Machen wir auch gleich zwei, würde ich sagen. Nein, nicht das, das hier. Genau, sups. Aha. Haben wir noch zwei übrig, ne? Ja, geht ja. Zu essen haben wir auch nichts mehr. Wir müssen uns langsam mal drum kümmern, ne? Sonst wird es etwas problematisch. Ja, weil irgendwas zu futtern brauchen wir halt. Das ist uns echt ein bisschen doof. Wenn wir jetzt nochmal von so einem Skelett getroffen werden oder so. Ja, ich weiß ja nicht, ob uns dieser eine Apfel dann rettet. Ich wage es so ein bisschen zu bezweifeln. So. Warte. Müssen wir mal kurz umbauen hier. Voller Planungsfehler. So. Wunderbar, viel besser. Genau, und dann mal ganz kurz, nur für den Moment. So. Setzen wir das hier ein bisschen zurück, dann können wir besser durchgehen. Genau. So, dann das und das. Hier auch noch eine. Und hier noch eine. So, und dann eigentlich nur noch das hier weg. Genau, nehmen wir das bis hierhin weg. Dann sieht es nicht so beklemmend aus. Ja, viel besser. Ja, so geht das. So, damit kann ich leben. Nehmen wir die Kante noch weg. Ja, okay, das ist okay. Gut. Jo, herrlich. Okay, genau, jetzt wollen wir hinten ja auch unten. Ich mag ja nicht so gerne mit Stufen und so. Warte mal. Also das Einebnen. So.